Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Shadows Covenant. Langsam Richtung Finale, aber wir müssen noch die Sidequests abklappern. Und ich habe mir jetzt mal eine kleine Liste gemacht, die daneben mir gerade so, ja, stehend liegt. In Schräglage. Auf der ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben habe, was wir machen könnten. Ach ja, und inzwischen, während ich rausgerannt bin, habe ich noch ein was gefunden. Und zwar, wenn ihr im Garten der Königin im Gebäude drin seid und das erste Mal nach rechts geht, in dem Gang, müsst ihr auf der linken Seite, also auf der Wand, sind diese Fackeln an der Wand. Und eine von denen habe ich angequatscht, da gibt es Lähmung 3. Ja. Aber wir gehen zuerst wieder nach Japan. Und zwar nach Inugami. Denn es gibt für 3 Charaktere in diesem Spiel noch ein Spezialoutfit. Und ich werde von jedem das holen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir heute sogar 2. Wird lang. Ach ja. Und bevor ich weitergehe, möchte ich mal noch schnell was gucken. Es kann nämlich sein, dass bei uns im Inventar ein ominöses Item aufgetaucht ist. Wir haben genug von diesem Scheiß. Hier, ja, schlag mich tot. Hier war es noch nicht. Warum haben wir den Seelentropfen noch? Die Seele eines Menschen federleicht zurückgelassen in dieser Welt. In der dünnen Membran schimmert etwas Tiefblaues, das irgendwie zu sprechen versucht. Ah, okay. Der war anders scheinbar. Wir müssten eigentlich etwas... Oh, der Mondkristall. Seit der Kristall der Mondlicht wächst. Alle Exemplare waren einmal im Besitz von Königin Victoria. Kann kraftvolle Magie ablenken oder verstärken. Und wir haben eine kaputt gemacht. Durchgang für Fremde verboten. Die Karte zeigt den Weg durch den Hundeschrein. Sie wurde vom Kopf der Inugamis aus seine Frau und Kinder gezeichnet. Toll. Dame. Schachfigur aus einem Hirschgeweih. Die stärkste Figur darf sich beliebig in alle 8 Richtungen bewegen. Die Spielweise sagt viel über ihre Fähigkeit aus. König. Schachfigur aus Menschenknochen. Zieht nur ein Feld in alle Richtungen. Der König des Gegners wird geschlagen, der eigene geschützt. Das ist der Sinn von Schach. Bauer, Schachfigur aus Weißbirkenholz. Zieht nur ein Feld vor, kann am anderen Ende gegen eine stärkere Figur eingetauscht werden. Am Ende sehr wertvoll. Ja. Und Springer. Schachfigur aus einem Elefantenstoßzahn. Zieht ein waagerecht und 2 senkrecht in 1 von 8 Richtungen. Kann Figuren schlagen. Taktisch wertvoll. Ja, und Plauderungskarten. Kristalle. Wir müssten eigentlich ein ominöses Item hier haben, irgendwo. Oder haben wir das erst, wenn wir... Ich glaube, das haben wir erst, wenn wir eine bestimmte Stadt betreten. Ja, ich glaube, so war das. Na gut. Naja, gehen wir mal ins Inugami-Anwesen. Diesmal renne ich nicht nach oben. Die Alte ist doch bestimmt hier. Sag's doch. Es ist Anastasia. Was ist, meine Liebe? Ich, wollte mit dir sprechen, Saki. Mit mir? Worüber? Rede und sei nicht schüchtern. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst um Kurando. Er scheint so anders zu sein. Kurando? Ja, er scheint männlicher, erwachsener geworden zu sein. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Kurando ist gerade ein Mann geworden. Was? Ein Mann? Richtig, sag's niemand, okay? Kurando hat gerade das Ritual des Erwachsenseins absolviert. Er hat das... Was? Was? Ich... Lustigerweise, ich wollte gerade einen Witz drüber bringen. Aha, bei denen ist also das Ritual gegen seine eigene Mutter anzutreten. Okay. Er hat das... Er hat das große, harte Ding kräftig geschwungen. Seine Mutter war stolz auf den Mann, den er geworden ist. Der er geworden ist. Gut. Hast du mal geguckt, ob nicht doch jemand in meiner Tür steht, während ich das sag? Oh Gott. Er hat das große, harte Ding kräftig geschwungen. Großes, hartes Ding? Was für ein Mann ist der geworden? Oh, meine Güte, Himmel, nein, was hast du gedacht, Kind? Ich glaube, eigentlich habe ich etwas Komisches gedacht.
Ich meine, Kurando hat sein Siegel gebrochen, den Geist des Ogre weckt und schwang einen Eisenstab, okay? Ich glaube nicht. Oh, ich kann die Dinge nicht so lassen. Ich will mein Image der schönen Witwe nicht zerstören. Hä? Kein Problem. Oh, ich weiß. Ich werde dir was sagen, Anastasia. Ich gebe dir das. Es wird einfach toll aussehen an dir. Sie haben Herbstkimono. Mein Mann hat den Mantel vor Kurandos Geburt hergestellt, falls es ein Mädchen geworden wäre. Die führenden Weber purifizierten hohe Seide in dem heiligen Brunnen, um diesen Stoff herzustellen. Ich habe es alle Jahre aufgehoben, um es der Frau zu geben, die Kurando einmal heiraten würde. Die Frau, die Kurando heiratet? Genau, und mit dem Trick stelle ich mein Image wieder her, meinst du nicht? Und was war mein Image, erinnerst du dich noch? Die schöne, mysteriöse Witwe, oder? Genau. Und das sollst du sagen, wenn dich jemand fragt. Hast du verstanden? Ja, Madame. Was ist? Warum regt sie sich so auf? Und jetzt sind du und Kurando offiziell verlobt. Pass gut auf ihn auf. Ja, Madame. Der arme Kurando, der noch nichts davon weiß. Ah, die das jetzt automatisch an? Nein. Ach, das war ein Item zum Anlegen, ne? Herbstkimono. Kimono bestickt in lebhaften Herzfarben und verändert vor allem gar nichts an irgendwelchen Werten. Kurandos Vater bestellte den Kimono vom besten Kunsthandwerker jener Zeit für den Fall, dass er eine Tochter bekam. In munteren Herbstfarben bestickt und kurz. ja. Was soll ich sagen? So schnell wird aus einer Russin eine Japanerin. Aber ganz ehrlich, ich muss das sagen, der Kimono steht ja. Und wie hübscher ist das russische Zeug? Na ja, okay, ist Meinungssache. Gott, ich weiß nicht, was mit meiner Nase heute los ist. Ich hoffe, das hört man nicht die ganze Zeit so. Oh Gott. Das haben wir. Ich mach's schon wieder die ganze Zeit. Moment. Ich hoffe, jetzt geht's einigermaßen. Auf jeden Fall geht's als nächstes wieder nach Europa. Und zwar nach Domremy. Und dann nach Paris. Ja. So, und zwar war ich ja schon mal in Domremy. Ich glaube schon zweimal, um zu gucken, ob irgendwas Bestimmtes geht. Und dieses bestimmte Etwas geht jetzt. Toll. Ich freue mich. Ich freue mir einen Ast. So, schnell nochmal geguckt, ob ich auch aufnehme, also meine Stimme, ob ich nicht gemutet bin, weil ich mir sonst einen Arsch beiße. Vor allem bei 8 Minuten. 8 Minuten nachsynchronisieren ist toll. Hatte ich Gott sei Dank noch nicht das Problem. Wo wollte ich nochmal hin? Domremy. 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 Wir werden es nie erfahren. Denn jeder dieser Bürger ist tot. Nein, eigentlich nicht. Hört nicht auf alles, was ich sage. Auf das meiste könnte hören, aber nicht auf alles. Beziehungsweise ist es eigentlich eine schlechte Idee, auf mich zu hören. Bei sowas. Ich will damit nicht zum Mord aufrufen. Was rede ich eigentlich gerade? Versteht mich, irgendwas muss ich reden. Ich muss doch die Folge zuquatschen. Ach, der Speicherpunkt bringt Erinnerungen. Oh, ich kriege allein Kopfschmerzen, wenn ich dran denke. Was ist mit dir los? Die Dörfler sehen Johns Geist seit einer Weile. Johns Geist? Geister, Geister. Weißbrot. Ich fühle mich so schwach. Wuff. Wuff. Bist du müde, Blanka? Ich weiß nicht, ich bin echt müde, ich fühle mich so schläfrig. Blanka.
Oh. Willkommen zurück, Blanca. John, warum sprichst du mit dieser gruseligen Stimme zu mir? Oh, hey, aufwachen, Dummi. Junge. Ach ja, tut mir leid für die Stimme übrigens. Du brauchst Juri nicht zu wecken. Ich habe ihn schlafen lassen. Sieht so aus, als hätte er noch keine Antwort. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Rate mal, ich bin Juris Seele. Ich habe auf euch und alle von hier die ganze Zeit aufgepasst. Na, hast du? Du warst auf einer langen Reise, nicht wahr, Junge? Sie ist fast vorbei. Er wird bald seine Antwort haben. Seine Antwort? Genau, die Antwort auf die Frage, die er seinem Herzen gestellt hat. Die Frage, was ist Glück? Naja, eigentlich hast du ihm die... Naja. Glück, hä? Ja, Blanca, weißt du, was Glück ist? Glück ist für mich, den Menschen zu helfen, die ich liebe. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, die reden eher von Glück im Sinne von Freude. Von glücklich sein. Guter Junge, du weißt das und hast deshalb Glück gefunden. Wie clever. Bin nicht clever, sonst hätte ich dich retten können. Keine Sorge, Blanca, ich bin glücklich. Ich kann Juris in deinem Herzen sein, für immer. Es ist wirklich warm. Hör mal zu, Blanca. Bleib immer glücklich, okay? Egal was passiert, geh immer zu deinem Herrn zurück, okay? John. Ich liebe dich, Blanca. Hä? Wir sehen uns wieder, Junge. Sie haben Zaubertasche. Aber der stylische Abgang war unnötig. Hä? Bin ich eingeschlafen? Ja, du Vollidiot. Ich dachte, John war da im Traum. Jo. Habe ich eigentlich alles, was hier schon liegt, mitgenommen? Ich glaube ja. Ich kann ja nochmal schauen, ob hier zwischen den Pfeilern noch irgendwo was liegt. Ach, wenn ich dran denke, dass ich auch bald auf Symboljagd noch gehen muss. Oh Gott. Und wir schauen mal schnell nach, was die Zaubertasche macht. Denn die Zaubertasche ist Blancas beste Rüstung. Ja. Macht nochmal P-Verteidigung und S-Verteidigung besser. Kleine Tasche voller Gebete von Jorn. Tasche, die dem Domremy-Mädchen Jorn gehört. Voller Eicheln, die sie mit Blanca gesammelt hat. Die Gebete des Mädchens beschützen den Träger. Naja, eigentlich nur Blanca, weil es für Blanca ist. Ach, egal. So, bei Blanca haben wir die beste Waffe. Wir haben beste Rüstung. Den bunten Kamm haben wir als bestes Ausrüstungsding. Kann ich eigentlich von hier gleich zur Karte zurück? Nein. Aber ich kann ein Zelt benutzen und speichern. Aus Tradition. Handwerk aus Tradition. Ja. Wir haben von Blanca die Sidequest fertig. Mit Blanca sind wir komplett durch. Von allem, was so geht. Ja. Geil. So. Wo wollten wir als nächstes hin? Paris. Da schaust du einmal nicht auf den Bildschirm. Paris Champs-Élysées. Okay. Denn wir dürften theoretisch gesehen jetzt in der Lage sein, das beste Kleid für... Oh Gott, wie hieß die? Wie hieß die Puppe von Geppetto? Ach du Scheiße. Persönlich Geppetto-Status. Profile. Cornelia! Das beste Kleid für Cornelia. Und laut dem, wo ich immer nachschaue, für die ganz winzig kleinen Details. Laut dem gibt's hier jetzt und so. Sollte jemand noch mehr auf Reisekarten auf der Reise finden, bringt sie mir bitte mit. Mach mir einen Anzug. Sehr gut, hast du mitgebracht, was ich wollte, meinen Herzenswunsch. Ähm.
Hallo? Warum ist das noch nicht hier? Matt! Matt! Wieso? Matt! Aber das wirst du doch. Wieso haben wir nicht? Moment mal kurz. Ach so, okay, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube. Okay, ich glaube, wir müssen erst alle anderen Kleider angefertigt haben, alle anderen regulären. Ich mache das jetzt einfach mal. Einfach, weil ich hoffe, dass es geht. Machen wir mal kleiner Pilz. Einfach fantastisch. Ich bin gerade in der Stimmung. Nur einen Moment, da gibt es eine kleine Nummer. Presenting the latest creation from my 1915 Pierre Majumet collection. I call it Little Mushroom. Little Mushroom. Fantastisch, nicht wahr? Gefällt es dir bestimmt? Du kannst jederzeit wiederkommen. Du sollst mir noch ein Kleid machen. Vor allem einen Anzug. Oh! Hä? Sag mal, was ist los? Nein, wie soll ich dann meine Kreativität bahnen lassen? Komm zurück, wenn du etwas hast. Okay, wir brauchen noch mehr Aufreiserkarten. Wie es aussieht. Aber ich glaube... Ich glaube, zwei reguläre Kleider fehlen uns noch. Insgesamt müsste es also noch 5 Karten geben. Die ich bestimmt irgendwo liegen lassen habe. Wo ich dann noch 50 Millionen mal durch die Gegend rennen kann. Naja, verschieben wir das erstmal und gehen mal nach Southampton. Nicht Japan, Southampton wollte ich, bitte. Southampton. Ich hoffe, das geht schon. Ach, ich habe noch eine andere Idee, wieso es noch nicht gehen könnte. Okay, wenn das hier auch noch nicht geht, weiß ich, was wir erst noch machen müssen. Nein. Gut. Okay, wir müssen die andere Quest von Geppetto noch machen, genauso wie bei Lucia. Denn von Lucia wird man hier ein anderes Outfit. Also für Lucia wird man hier ein anderes Outfit bekommen. Also, wie viel Zeit haben wir noch? Okay, dann machen wir das andere noch. Wir gehen nach Cannes. Und jetzt sind eigentlich am Strand ein paar Kids, mit denen wir quatschen. Hallo? So. Ja, hier waren wir auch irgendwie schon lange nicht mehr. Naja, gut, okay, es gibt Städte, wo man noch... Ich war gerade fast mit dem Stuhl umgefallen. Wo wir noch viel länger nicht gewesen sind. Kann gerade keine nennen. Florenz? Vielleicht, schätze ich mal. Und zwar die Kinder am Strand. So. Danaire Guri. Wow, ihr seid wirklich groß, mein Herr. Meinst du, wenn du jeden Tag hart trainierst, dann kriegst du das ja auch hin. Aber der andere war noch größer, oder? Die frühreife Gura. Hä? Jemand, der größer als Joachim ist? Das ist cool, wow. Ja, er lag am Strand. Guri und ich haben ihn gefunden. Dreimal dürft ihr raten. Hey, Schwester, schau mal, hier liegt ein toter, böser Bube. Das ist nicht nett, jemand, den du nicht kennst, böse zu nennen. Klar, bei ihm wachsen Stacheln aus den Schultern. Natürlich ist er böse. Er lebt doch. Los, wir tragen ihn nach Hause. Hilf mir. Was? Aber Mutter hat uns verboten, seltsame Dinge mitzubringen. Sei nicht zu dumm. Ein Leben retten ist viel wichtiger. Los, pack an. Und das ist passiert. Ein böser Bube, größer als Joachim, dem Stacheln aus den Schultern wachsen. Das kann nur Lenny sein, keine Frage. Er lebt also. Ist er noch bei euch zu Hause?
Nein, er ist weg, als er sich besser fühlte. Richtung Norden. Norden? Ja, die zwei kleinen Kinder haben Lenny bis nach Hause getragen. Schrägstrich geschliffen. Über die Wackersteine. Ja. Mit Norden ist übrigens Pietro gerade gemeint. Und jetzt müsste irgendwo eine Frau sein. Ich glaube in der Nähe der Brücke. Die Frage ist nur, welche Brücke? Es gibt ja zwei. Es gibt ja eine weiter geradeaus und eine, wenn ich ja unten rechts mache. Lang laufe. Wo bist denn du? Kennen wir dich schon? Auf der Winter zurück wäre? Nein, hier nicht. Auf jeden Fall müsst ihr irgendwo eine alte Dame sein. Wer bist denn du? Wusstest du, dass irgendwo in der Stadt ein Geheimtunnel zum Palast liegt? Mein Großvater hat mir davon erzählt. Nein, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja. Oh, guck mal. Alte Frau. Sag mal, Oma, hast du in der letzten Zeit einen Kerl gesehen? So groß? Hey, zeig nicht mit dem Finger auf mich. Ja, das hab ich. War etwas so groß wie du. Oder sogar ein bisschen größer. War er irgendwie komisch drauf? Komisch? Nein, auf keinen Fall. Er hat mich ja sogar gerettet. Los, alte Frau, gib uns etwas Geld. Das werde ich nicht tun. Warum sollte ich? Als Mauern das rüberwachsen, wenn du dein Leben liebst. Borscht vor allem. Ey, was soll das? Was hast du vor mit dieser Frau? Was? Willst du auch was abhaben? Verdammt, ist der groß. Denkst du, also, du kannst es mit mir aufnehmen? Na dann, viel Glück. Verdammt, tut mir leid, mein Herr. Wir wollten gar nichts Böses. Ich hab Angst. Geht es dir gut, Oma? Danke, mein Junge. Du hast mich gerettet. Ist schon okay. Die Stadt hier ist ganz schön gefährlich, oder? Ja, das liegt am Krieg und am Piranen. Und dann diese Sache mit Rasputin. Was soll bloß aus Russland werden? Was ist mit Rasputin? Wisst ihr, was mit ihm geschehen ist? Ich weiß es nicht genau, aber Prinzessin Anastasia und ihre Anhänger haben ihn besiegt. Besiegt. Sag nichts dazu. Tatsächlich, das heißt, ich bin der Letzte, der übrig bleibt. Sagt man zu einer alten Frau. Was hat er gesagt? Wow. Ich hätte nie gedacht, dass Lenny irgendwann mal alte Damen retten würde. Mein Hals kackt ab. Kurzen Moment. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, er hätte gesagt, er will zu einem alten Bekannten nach Frankreich. Frankreich? Oh, danke, bitte schon. Ja. Ja. Zu einem alten Bekannten. Ich weiß genau, wo. Und zwar wieder in Cannes. Cannes. Ist noch in Frankreich. Ja. Deswegen der französische Name. Kann. Ja. Mir fällt gerade nichts Besseres zum Reden ein. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Es tut mir leid. Und das ist dieser alte Bekannte, glaube ich. Nein, doch nicht. Aber... Oh, hier liegt ja was dran. Sie haben Grasöl. Was? Sind die zwei Kinder und der alte Mann. Den alten Mann brauchen wir später auch noch. Der Typ ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, in der Bar könnte es weitergehen. Sogar. Aua! Mich sticht gerade irgendwas. Au! Ist schon wieder Mückensaison oder was? Ach, einfach, nee. Ich habe einfach gerade wieder ein Gewicht gekriegt von meiner Kleidung. Ich weiß nicht, warum ich immer von meinen Klamotten ein Gewicht krieg. Lass mich durch. Ihr habt den alten Mann gerettet.
Oh, ich wollte nicht schreien, aber wer in Gottes Namen seid ihr Typen? Ich hoffe, das erinnert niemand an Ju on the Quatsch. Oder Yuan. Yuan? Keine Ahnung. Verdammt, wo ist der Dieb? Der war irgendwo hier, ich weiß es doch genau. Ich quatsch dir den Sack an. Ist das eine Frau? Das andere war auch eine Frau. Bist du ein Kerl? Das war doch richtig so. Du? Nein. Sagst uns, dass der Adel hier Urlaub macht. Passt auf. Ich würde einfach sagen, wir machen das im nächsten Part. Es tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen doof rumgerannt sind noch. Und dass ich erstmal wieder ins Aufnehmen reinkommen muss. Ich mach das. Ich darf nicht immer zwischen den Pausen machen. Naja. Aber dieses Mal hat es einen Grund. Ja, ich habe letzte Woche meinen Großvater leider verloren. Und ich denke, da kann man verstehen, dass man erstmal versucht, sich irgendwo ein bisschen zu sammeln. Und das zu verkraften. Tja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, das hat ja mit euch nichts zu tun. Ich versuche wieder reinzukommen, ins Aufzunehmen. Und wir sehen uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann mal die Scheiße abschließen. Und ich würde einfach sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, wir sind jetzt wirklich ein ganzes Stückchen schon ran, dann lasst mir doch bitte einfach mal ein Like da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert mich und teilt dieses Video mit euren Freunden. Ja. Und ansonsten, schreibt mal was Nettes in den Kommentaren. Ja. Also zum Beispiel von diesem komischen Abgang von John halt. The fuck, warum? Naja, aber ich würde sagen, dann wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Freunde.